So, weiter geht's rund in Spanien. Ab nach Barcelona, die Strecke, die als Teststrecke eigentlich bekannt ist, wenn den Wintertests. Aber jetzt geht's mit der gibt's die oder Wettkampfsbedingungen. Ja, dann schauen wir mal, aber hier. Im Punkt Coins. Anfang war knapp dran. Aber jetzt soll es in Spanien dann endlich klappen. So, gucken wir mal, was wir im Kalender so haben. Cool, haben wir 2,6 Millionen. Warte mal, hier unten war irgendwas. Die Position von Team aktiviert und vielleicht erhöht. Okay. So, da machen wir ein bisschen Werbung rein. Und dann geht's. Rot in Spanien. Ich glaube, wir können unsere Zeiteinteilung besser organisieren. Wenn du dafür die Teamaktivitäten ändern willst, geh zum Aktivitätenbildschirm und du siehst, was alles zur Verfügung steht. Na dann, gehen wir mal rein. Was heute so ansteht mit dem freien Training, geht's los. Runde 6 von 22, also 6. Rennwochenende. Los geht's. So. Der neue Patch ist auch draußen seit gestern, vorgestern, wie auch immer. So, gucken wir mal, wie das Rennen aussieht. Ach Gott, Regenrennen. Ah, super. Naja. Komplette Rennregen. Na super. Bisschen hatte ich auf trockenes Wetter gehofft, aber. Na gut, dann kannst du es ja eh nicht mehr. Ich würde sowas in der Art empfehlen. So, Standard auf jeden Fall entwickeln. Na dann, los geht's. Das 6. Rennwochenende. Das ist die Strecke. Aber die kennt natürlich jeder. So, auf geht's. Das Rennwochenende bleibt leider komplett trocken. Komplett nass. Also, beziehungsweise was. Der Sonntag bleibt nass. Training 2, Training 3, Qualifying und das Rennen. Ja, Rennen auf jeden Fall, wie gesagt, das ändert sich nicht. Finde ich schade, aber kann sich nicht ändern. Das ist auch Spanien Dry. Dann geht's los. Der andere Honda-Motor läuft. Auf geht's. Super. Das war natürlich alles anders clever. Irgendwas hat sich da ein bisschen vertan. Und ich bin einfach nur gerade ein bisschen auf die Rückbänder. Okay, dann hat sich die Kalibrierung vertan. Zurück in die Garage. Ich starte kurz das Lenkrad neu. We've had to spend time repairing the damage to the car. So, jetzt. Hoffe ich zumindest, dass es jetzt was passt. When you're ready, let's go. Okay, jetzt funktioniert auch alles, wie ich das haben will. Wie gesagt, hat sich durch die Eiche ein bisschen verhauen im Lenkrad. Denn gerade ist neu gestartet und damit passt das auch auf jeden Fall. Wie gesagt, wir wollen natürlich hier unsere ersten wichtigen Zähler holen. Gerade was das Williams-Team betrifft,
Weil ich denke, dass die kaum Punkte holen werden. Und dann hätten wir den Schritt schon mal safe. Ich weiß auch nicht, wie es so im Standing ist, wenn die gegen Alpha oder so. Naja, gucken wir mal, wie es läuft. So, erste Zwischenzeit. Da hast du jetzt Zeit wohl gemerkt. So, auf geht's. Ich denke, so drei Runden immer pro Reifensatz sollte funktionieren. Okay, die Vettelzeit werden wir nicht kriegen. Wäre besser der Mittelsektor. P4. Hinter Grosjean. Aber die Zeit will ich noch knacken. There's three laps of fuel remaining. Ich komme jetzt wirklich klar. Konzentrieren noch die dritte Runde hier. Letzte Runde, dann haben wir das erste Freitraining ja beendet. Okay, you need to come in before you run out of fuel. Pit within two laps. Na, das wird nichts werden. Bis der Sprit wieder keine Eis. Box this lap, please. Box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line.
So ist es ja in England passiert, wo ich dann auf einmal mit 110 in die Box bin, im Ligarennen. Da die 5 Sekunden Strafe bekommen, die ich auch zurecht bekommen habe, ich schon mal nachgetestet, geprüft. Also daher alles okay. So, durch mit dem Training. Also im ersten zumindest. It's tempting to focus entirely on the race, but we should put a bit of time aside to run the qualifying sim program. Try to run it before the end of FP3 if you can. So. Our best lap so far is a 1:21.9. Gut. Die Kollege ist vorne. Halbe Sekunde, mehr als eine halbe Sekunde dem Teamkollegen. Ist hatte hier schon mal eine ordentliche Aussage. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Bottas, Hamilton und Charles Leclerc. Was für eine unglaubliche Trainingssession, aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. So, okay. Ja, ist natürlich nicht gut, was wir da gefahren haben. 21. Also müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen strecken. Mal gucken, was die Software gleich sagen. Los geht's, Training Nummer 2. Don't push the car just yet. Track is still green. Try and take it easy for the first couple of laps. So, auf geht's. Mal das komplette ERS sparen. So, okay. Passt, da muss ich nur auf X drücken, damit ich gleich ein bisschen Vollgas geben kann. Gibt's. So, auf geht's.
327. Ich dachte zumindest die erste Zeitmessung Westzeit im ersten Sektor, aber das ist klar. So, mal gucken, das Auto, das da vorne fährt, das ist dürfte ein McLaren sein. So, ich versuche mal eine Laderunde zu fahren und dann im zweiten Versuch nochmal anzugreifen. Hier haben wir momentan die beste Zeit, aber das ist halt auch nur eine Momentaufnahme. Ricciardo ist es. Das war doch ein anderes Auto, ein Renault war es, der da die Bestzeit rausgehauen hat. Jetzt habe ich natürlich wieder alle vor mir. So, jetzt sind wir 23,87, also ein Kammer schneller. Vor uns ist es King. Just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor. Fahrer vor mir. Ricciardo is ahead of you. Their best lap time is a 1:20.1. Das ist der Querschneider, den wir sagen müssen. Come in this lap, please. Box this lap. Gut, deshalb geht es eher hoch, weil die Runde, kaputt ist. Die Laderunde war nämlich gut. Die hat nicht genug Power gehabt, damit war es das. Für uns schon mit dem dritten freien Training, im zweiten freien Training. Gut, damit wissen wir, dass wir gegen den beiden Williams stehen, aber wir duellieren uns eh nur mit den Williams. Maximal nur mit den Haas. Was war's denn? So. Chance, make sure to run some of our practice programs. They don't all need to be done in one session, but there's valuable data there to help race strategy and car development.
springen wir denn momentan? Ich glaube, Punkte, die sind weg. 13er, das ist schon mal ein bisschen was besser. Wir sind mit der Zeit her ein bisschen was besser. Stimmen von einem Alpha Tauri. Vor beiden sogar. P13 ist es am Ende, glaube ich, geworden, wenn ich es richtig gelesen habe. Alle Fahrzeuge, ja, die Ziellinie überquert haben, also auf der ersten Seite. Noch einmal die drei Bestplatzierten. Bottas, Hamilton und Sebastian Vettel. Leider müssen wir uns schon verabschieden. Das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. In der zweiten Saisonhälfte möchte ich keine Mick Schumacher irgendwann holen, wenn es das Geld zulässt. Dazu brauchen wir zumindest in der ersten Hälfte schon wieder Punkte. So, Training 3 ruft jetzt. So, wir fahren jetzt zwei Runden mit den roten und nochmal zum letzten Satz. So. Platz 13, ja, vielleicht geht noch mal, aber mal gucken. Ich gehe davon aus, dass wir dieses Rennen mit dem Punkt nicht viel zu tun haben werden. Was nächste Woche betrifft, ist Monaco dran, könnte es tatsächlich funktionieren. In Monaco ist eine Strecke, da gibt es natürlich was für Überraschungen. Da habe ich jetzt auch mit dem Williams damals gewonnen, ziemlich deutlich. Da habe ich es, glaube ich, mit dem McLaren, glaube ich, gewonnen. Aber jetzt müssen wir mal schauen, aber es ist ja. Und mit dem Renault, glaube ich, auch, habe ich auch gewonnen, glaube ich. Also müssen wir jetzt hier schauen, dass wir hier einen Sprung noch nach vorne machen. Beim 18er Formel 1 mit dem Red Bull habe ich es dann ziemlich böse verkackt. So, das ist mal dazu jetzt mal der geile Stand, wie es nächste Woche aussieht. Schauen wir mal. Wie gesagt, drei Runden, wie immer. Wir können hier nur halt zwei Runden fahren, also eine Runde plus der Laderunde. Wenn wir jetzt ein bisschen rauspushen können, die Zeit. Ja, das sind schon wieder 2 km/h, die fehlen. Das ist ein bisschen fehlende Power von dem gefetteten Gemisch. Ich glaube, die Runde ist eh am Arsch, aber die knicken können. Weil die durch diese fehlende Ladung. Einfach genauso wie in England, einfach random in die Wand. Thank you.
Aber die Zeit ist immer besser, als das vorher war. Ich muss die Runde quasi abbrechen, wenn ich nochmal nachladen will. There's three laps of fuel remaining. Gut, diese gute Zeit wird sie nicht hören, aber 20,3 haben wir dann gefahren. Also knapp. Boah, eine Sekunde am Racing Point. Weil das ist eine Ausnummer. So, wer erwartet hat, dass wir hier irgendwas mitnehmen heute? Ich hatte ein bisschen gehofft drauf, aber es wird nicht werden. Zurück in die Garage, auf geht's. Nochmal mal unser Reifen drauf. Remember, we have a number of practice programs to run. It'll be very beneficial for the team if we do these. This is the only session we need to do them, so let's get on that pronto. Standing by. Hier 5. Set fuel mix 1 if you want to save the engine for the raid. That looked bad. Are you all right? Let me know you're all right. Natürlich. Aber wieso fliegt denn an so komische Stellen ab? Weil ich kaum was passieren kann. Ja, 5 ist ja momentan. Rekord hat sich jetzt ein bisschen verbessert. Zumindest mal auf 3, aber wie gesagt, in der Werfer werden wir nicht ankommen. Die werden Punkte holen. Und wir wahrscheinlich nicht, also zumindest nicht heute. Zumindest nicht in diesen Wochen hin, ne? Jetzt war wir von 13. Müssen wir mal gucken. Also wenn man P13 starten kann, auch vielleicht was werden, aber ich glaube nicht. Mal gucken. So. Machen wir nochmal eine Runde. Wie haben wir das? Er ist wegfrisst, weißt du? Ich bin so ein Quersteher, der einfach viel zu viel Zeit kostet.
Wieder so ein ziemlich teurer Quersteher. So, wie gesagt, dieses Wochenende steht das zweite Regenrennen außen an nach Vietnam. Fahrer vor mir. There's static over the radio, say again. Das wird immer eine gute Bestzeit werden, es wird sogar eine 20-0. Reicht aber nicht, um sich nochmal noch ein Stück da vorne zu verbessern, zumindest positionstechnisch. Es bleibt zumindest auf mit der besten Runde des Wochenendes. Okay, this is the only session that we've got left to complete our acclimatization program. So let's get out there. So, es ist eine gute, also jetzt doch ein bisschen mehr, 1,5 Sekunden, also es ist eine gute Sekunde für den Racing Point. Die haben wir zumindest gedrückt. Ich bin jetzt momentan auf 11, also Top 10 wird es wahrscheinlich schwierig werden, aber mal gucken, was drin ist. Wieder nur 13. Ja, 21, 13, 13, das sind die letzten, die drei Ergebnisse des dritten freien Trainings, des freien Trainings an diesem Freitag. Zumindest für uns. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Hamilton, Verstappen und Valtteri Bottas. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Wenn wir das so genauso nehmen. Und damit rechnen wir das Vettel und Albon noch mit drin stecken bleiben. Stehen wir auf Platz 13, da bin ich mir super zufrieden. Mal gucken, was der Haas macht, was der Alpha Tauri macht, ob die nur mal 1,5 Sekunden, bis wir also eine Sekunde finden. Und dann schauen wir mal, was drin ist am Ende. Okay, Top 15 wäre eigentlich durchgehend mein Plan. So, jedenfalls sind wir durch. Qualifying steht morgen an, dann um 14 Uhr wie immer. Wenn ihr kennt das, ne? Gut, bis dann. Tschüss, bis morgen.